mir leid. Confusing, Multitasking, aber ich weiß Bescheid. Und jetzt sind wir dann auch live. Also Existence Galaxy gegen 3D Max. Der Stay-Befehl ist natürlich klar. Man beginnt hier tendenziell gerne auf der CT-Seite. Es ist eine Map, die sich ja doch relativ angenehm eigentlich zu verteidigen, also verteidigen lässt. Und wir sehen einen relativ stark A-lastigen Aufbau hier momentan. Vier Leute über Action, über die Rampe und einer im Palace. Die Bombe kann noch hinterher und man hat auch Smokes dabei und Flashbangs. Das heißt, wir sehen hier in dieser ersten Pistol Round einen A-Execute. Da bin ich gar nicht im Spiel drin. Ich kann die Kamera gar nicht lenken. Was ist da los? Und man sieht wunderbar, man hat sich den Connector Jungle und die Stairs abgesmoked und kommt damit auf die Side erstmal direkt drauf. Kann sofort die Bombe legen und lässt quasi erstmal den CTs hier die Afterplan-Situation. In einem 5 gegen 5. Baba mit dem ersten Track hinterher, Nackenhoro mit dem zweiten Button auch noch hinterher. Und da ist es nur noch Makasin. Das ist natürlich die Problematik. Also ein 5 gegen 5 Retake ist oft sehr, sehr gut meisterbar, auch für die CT-Seite. Entschuldigt die Kamera, die ist mir jetzt gerade ein bisschen abhanden gekommen. Multitasking ist einfach nicht so mein Ding. Ich versuche mich zu sammeln. Und 3D Max, mein Tipp, der muss ich jetzt auch sammeln mit einer Deagle Round. Bin ich mal gespannt, was sie damit klicken können. Und tendenziell jetzt natürlich hier mit der besseren Bewaffnung für die CTs in die zweite Runde. Man schiebt zwei Leute auf A. Window ist besetzt. Habe ich in der letzten Zeit auch oft gesehen, dass die ersten paar Runden Mitte quasi gar nicht offensiv gedeckt wird auf der CT-Seite. In diesem Fall ist Window mit am Start. Und wir sehen auch hier, der Connector wird im Endeffekt auch gehalten. Über A-Short. B-Short natürlich. Das ist ein bisschen eine riskante Angelegenheit, so wie er sich stellt. Da muss Nark schon sehr, sehr gut aus dem Window aufpassen auf seinen Kollegen. Und direkt callen, wenn da was um die Ecke zieht. Baba mit dem ersten Frag. Das war, glaube ich, im Connector. Und mittlerweile die Rotation Richtung A-Side. Ton nicht richtig. Wie darf ich das verstehen? Zinken macht hier einen wunderschönen UMP-Spray. Wird dann von der geblendeten Deagle weggeklickt und das ist Nark, der den nächsten Track setzt. Und Makasin mit noch einem hinterher. Allerdings ist dann auch Schluss. 3 zu 0, 2 zu 0 nach Runden. Mittlerweile ist es ja so, nach dem neuen Money Management, also dritte Runde, beziehungsweise ja, jetzt sehen wir eigentlich den standardmäßigen Aufbau, wenn die CTs quasi die erste Runde gewinnen, können sie dann natürlich auch direkt forcen und die auch in der dritten Runde kaufen, das ist kein Problem. Allerdings, wenn sie das nicht tun, gibt es mittlerweile den Unterschied, dass sie in der zweiten Runde erstmal eine Full Eco machen, statt rein zu forcen. Ja, da ist die Runde auch schon halb. Das ist in der 2 gegen 3 Situation. Wir sehen einen ähnlichen Aufbau wie in der Pistol Round. Also die beiden gleichen Smokes. Man lässt sich den CT-Spawn offen. Blobski kann den nächsten Frag setzen. Und das ist die 1 gegen 3 Situation aus dem Palace raus. David P. Ah, der kann jetzt aber... tja, der hat noch eine Minute auf der Uhr. Geht aus dem Palace nochmal raus. Denn das ist natürlich eine sehr, sehr ungünstige Position, um alleine rauszugehen. Ist nochmal abgesmoked auf der Ramp, hat noch 40 Sekunden auf der Uhr. Oh, wir bleiben nochmal lieber hier auf David, lieber Autodirector, und schauen, was der jetzt hier noch macht. Wenn er sich ein, ja, den hört er, wenn er den down setzt und dann den Fokus auf oben hat,
Ah, nee, okay. Beide sieht er gleichzeitig in seinem Screen und da kann er sich nur für einen entscheiden. Und das ist dann auch das Ende dieser Runde zum 3:0 für Existence. Also diese Waffenrunde wurde auch denied. Und jetzt somit mit der nächsten dicken, dicken Waffenrunde auf der CT-Seite. Man kann sich auch Geld beiseite legen, ja, ein bisschen zumindest schon mal. Mit 3 gepickten AKs und da geht's auch mit 4 Deagles in die nächste Runde, in die Runde Nummer 4. Da soll es Richtung B-Side gehen und da sind wir gespannt, wie viele Klicks wir in dieser Runde zählen dürfen. Wir haben auch nur minimal Nate-Equipment dabei. 2 Smokes, eine Flash, um auf die Side zu kommen. Da kündigt man sich schon mal ein bisschen an mit der Diegel. Kann natürlich auch nur eine Ablenkung sein, ne? Das wissen die CTs natürlich nicht so genau. Allerdings kann man jetzt hier mit dem richtigen Nate-Einsatz auf der CT-Seite natürlich ordentlich Schaden reinmachen. Diese eine Nate richtig ordentlich reingepfeffert. So, der erste Schaden versetzt auf der CT-Seite. Plopski nur noch mit 59 HP. Allerdings hier 3 Spieler von der T-Seite schon richtig low. Durch die eine Granate. Die lassen sich sehr, sehr viel Zeit. Und wir sehen aber auch wunderbar auf der CT-Seite, man butscht da nirgends so vor. Man hat alle Räume, die man braucht, um zu verteidigen. Und geht da nicht sinnlos irgendwo auf eine YOLO-Suchaktion. Also sehr, sehr statisch. Wir können das hier auf der Karte sehen. Die rotieren da nicht viel rum. Machen da nichts und das ist auch gut so. Und jetzt müssen sie dann doch mal endlich auf die B-Side draufgehen. Und da ist Baba und Blobski, die ordentlich Schaden verteilen. Ja, und diesen Plant, wenn er den noch durchkriegt, dann ist es schon mal gut. Oh nee, die Bombe wird auch noch fallen gelassen beim Versuch, sie zu planten. Also, erstmal sieht's nicht so gut in dieser Partie aus für 3D Max. Nächste Waffenrunde, nächstes Glück. Mein Coin ist ja bei den Jungs aus Frankreich und Belgien. Und die Verteidigungsleistung der CT ist bisher recht solide. Kann man nichts dran meckern. Wir sehen hier mal eine AWP auf B Short. Flashbang ging erstmal ins Leere und er macht dann Easy Frag, wunderbar, also schön gespielt, kann man nichts dran aussetzen. Underpass ist mittlerweile durch, ist jetzt vom Connector David P. Der hat in Korrektor regelrecht regaliert, eskaliert, das weiß ich noch ganz genau und deshalb ging auch mein Pick auf 3D Max. Vielleicht hat er sich noch nicht so richtig warm gespielt, der Gute. Da geht er rückwärts in den Connector rein, wird von Nork dafür bestraft. Lucky mit dem nächsten Frag. Traded Nork. Barton, der ist jetzt noch in einer starken Position, kann sich selber rausflashen aus dem Jungle gegen Lucky. Und es sieht ein bisschen unlucky aus hier gerade für 3D Max. Sie kommen noch nicht so richtig rein. Also ich sehe das ganz genauso wie ihr, liebe Zuschauer. Also 3D Max kann hier noch ordentlich zurückkommen. Ist überhaupt kein Problem. Also sie können hier auch noch notfalls einen 10-5 draus drehen. Die müssen einfach mal einen kleinen Pistol Force Ball machen und dann passt die Sache. Vielleicht weniger Deagles, mehr CZs. Wer weiß, vielleicht ist das effektiver. Einen haben wir mit dabei. Okay, mein Call ist 3D Max 1 Existence Galaxy 5 nach dieser Runde. Jinx in the house. Auf die B-Side, wir gehen da mal auf die Verteidiger drauf, Blobski. Schauen mal, welche Winkel er jetzt da halten will. Diese Nate, die kommt schon wieder richtig. Oh, macht gar nicht so viel Schaden. Sieht gar nicht schlecht, macht aber gar nicht so viel Schaden. Ne? Counter-Strike. Schade halt. Erstmal absmoken, ist immer gut, kann man nichts verkehrt machen. Und dann bis in den Smoke rein sprayen. Barber holt allerdings an der AWP den ersten Fleck. Jetzt ist er da bloß rum. Oh, das ist die Waffe leer. Und er kriegt es auch wieder. USPS. Hinterher schönes 3K und Nork unterstützt noch hier zum 6:0 Flawless Round für Existence Galaxy und 3D Max muss jetzt in dieser Waffenrunde langsam anfangen zu performen.
liebe Freunde des E-Sports. Jax, genau, Jax habe ich auch noch im Hinterkopf. Jax, David, P. Die haben richtig Randale gemacht hier auf Inferno schon. Davon sehe ich aktuell noch nicht so viel. Jetzt A-lastiger Aufbau und Nork wieder in der Mitte gegen David P. Damit schon mal ein starker Spieler rausgenommen. Jinx gegen Zinken. Und jetzt kann es vielleicht hier endlich mal auf die A-Side abgehen. Lucky mit dem nächsten gegen Barton. Da haben wir die 3 gegen 3 Situation. Wir sehen wieder wunderbar, wie alles abgesmoked wird. CT ist wahrscheinlich wieder offen. Jawohl, also sie gehen da immer auf die gleiche Strategie. Jungle, Connector, Stairs weggesmoked. Und dann im Endeffekt den Raum einnehmen in Richtung CT. Dann kann man auch wunderbar verteidigen und dann eventuell sogar auf Ramp zurückziehen und auf CT. Und wir sehen Nork mit einer schönen AWP-Leistung. Macht hier den Retake vielleicht sogar fast schon alleine für sein Team. Und da ist es nur noch Jax, der ist in so einer Art All-In-Position. Wenn er da gespottet ist, dann kommt er nicht mehr weg. Und das ist der 2K für ihn im Klatsch. Erste Runde für 3D-Max. So, erstmal ein bisschen durchschnaufen jetzt. Beziehungsweise 3D-Max bleibt eigentlich keine Zeit zum Durchschnaufen. Die müssen sofort weiter Druck machen. Allerdings gegen B-Short ist diese Flash scheinbar nicht besonders effektiv. Blobski wieder mit dem ersten Pack. Baba, der kann da einfach draufhalten, abaimen. Man hat vielleicht hier sogar die Bombe kurz auf dem Radar aufblitzen sehen. Flasht sich dann nochmal rein. Geht auf den Sprung, auf Information und hält dann weiterhin mit der AWP. Sehen wir hier nochmal, nee, er springt, hat sich abgesmoked und springt jetzt auf Information. Blobski unterstützt noch von B-Short. Also, einwandfrei verteidigt und David P. wieder im Connector. Jawohl, auf geht's, liebe Leute. Wir brauchen hier ein bisschen Stimmung. Jinx gegen Barton. Und da waren's nur noch 4 zu 3. David P., der geht da rückwärts in den Jungle. Was für ein Timing. Zinken, ja, holla die Waldfee, mein lieber Schieber. David P. hat extrem viel Glück bei diesem Move da einfach rückwärts. Jawohl, was ist denn das? Ich sag's ja, David P., der Connector. Gott! Gegen Barber noch, dann wird er endlich von Plopski gestoppt. Oh, alles klar. Autodirector broke. So. 1 gegen 2. Plopski ist am Zug. Er weiß, wo die Bombe liegt. Er hat keinerlei Informationen, außer dass David P. irgendwo auf dem CT war. Jax weiß er meines Erachtens nicht. Und da sitzt Jinx noch im Connector und macht das Ding gar fertig. Also brutal stark, wie so, also, entschuldigt mal, ich werde hier zugespammt. Ich muss tatsächlich mal ganz kurz antworten. So, nächste Runde ging absolut gut aus für 3D-Max. Es tut mir wahnsinnig leid, ich musste hier mal eben kurz antworten. Mir wurde hier Druck gemacht seitens vom Chef von 99 Damage. Und jetzt bin ich wieder ganz für euch da. David B., das B steht für passt schon. Passiv, jawohl. Nee, wir wollen einen Aktiv sehen. Wir wollen einen David PA sehen. David P. Active Mode. Gönn dir mal eine Bottle O2 Active mit der extra Portion Sauerstoff. Damit du ordentlich triffst. Barton Zinken. Und Zinken, der macht dann auch den nächsten. Jawoll, ja. Schön verteidigt. Außen Ticket. Wie
kann man da eigentlich drei Leute gegen abgeben oder zwei zumindest gegen den einen und gleichen Spieler? Das frage ich gerade. Barber mit dem nächsten Fact. David P. ist jetzt wieder alleine und wird von der ABP auseinandergenommen. Also diese Runde war nicht besonders clever rausgespielt von 3D Max. Sie müssen jetzt anfangen, ein bisschen mehr zu performen. Ja, liebe Leute, ich hatte eigentlich ein ganz gutes Ton-Setup mittlerweile. Ich hatte leider Gottes heute eine kleine Umstellung und deswegen sind meine Einstellungen ein bisschen kaputt. Wenn ihr ein bisschen präziser sein könnt, was am Ton nicht passt. Dann kann ich das vielleicht noch in der zwischen der nächsten Map regulieren. Schadensregulierung, genau, das hatten wir schon mal hier. Die Virtus Pro Schadensregulierung, Pasha Biceps. Also, wenn ihr da ein bisschen präziser seid, oder du gehst mal und machst das Rädchen hoch von 360p auf 1080 60 FPS, weil dann stimmt auch der Ton wieder. Also, ansonsten, back to the game, meine lieben Leute. Wir sind in der 4 gegen 4 Situation. Ich muss mich mal ganz kurz auf der Karte orientieren. Also, wir haben die Bombe im Palace Richtung Acer. Jinx kann nochmal verschieben und Jax aus dem Underpass. Wenn der jetzt einen Frag ziehen könnte, am besten noch den Connector-Spieler und sich dann hinterher schieben Richtung A-Side, dann wäre das natürlich ein ganz, ganz starker Move von Jax für sein Team. Der Game-Sound ist ein bisschen zu laut. Okay, alles klar. Können wir machen. Button, können Magazin rausnehmen. Und da ist es der 2 gegen 4. Afterplant. Und das wird natürlich schwierig. Man hat auch nichts mehr zum Werfen, außer einer Flashbang. Die ist jetzt auch schon weg. Lucky, der wird von Barber down gesetzt. Und da ist es die 1 und 2 mit der Galol von Jinx. Mit dem ersten Frag. 11 AP, ah, aber das sind einfach zu viele. Das macht er nicht schlecht. Und diese alle Spieler sind logisch, also 27 und 11 AP, aber es sind einfach ein oder zwei Mann zu viele. Und Existence Galaxy mit ihren 8 CT-Runden auf jeden Fall jetzt schon mal im Soll, würde ich behaupten. Und 3D Max, ah, die bräuchten vielleicht noch das ein oder andere Ründchen. Also da habe ich sie besser in Erinnerung. Aber wir können sie ja auch erstmal auf die CT-Seite lassen. Vielleicht, liebe Leute, vielleicht sind Existence ja da sehr, sehr schlecht aufgestellt. Also sie machen hier auf jeden Fall auch einen guten Verteidigungsjob, da kann man erstmal nichts sagen. Und wir haben hier... Oh, Grenade! War die so beabsichtigt? Ich glaube nicht. Oder doch, vielleicht in den eigenen Rücken? Kann schon sein. Lucky, Barton, 4-4-Situation, David P. an der UMP. Und jetzt... Ah, kommt nochmal die Rotation rein. Interessanter Move. Man entscheidet sich jetzt hier, wir sehen es schön auf der Karte, alle CT-Spieler sind jetzt auf der A-Side oder in der Mitte noch. Und Plopski, der muss jetzt natürlich langsam mal Richtung B verschieben und da ist David P. ganz, ganz schnell durchgerauscht mit seiner UMP. Mein lieber Schotti, der hat hier wieder den richtigen Riecher und genau das meinte ich. Der hat nämlich im letzten Game solche Aktionen permanent gebracht, jede Runde die Leute auseinandergenommen wie ein Wiesel auf Steroiden ist der hier durchgekrochen auf der Map. Und so schnell haben wir die 4 gegen 3 Afterplant-Situation. Und wir haben es ja auch gerade schon gesehen, wie er rückwärts in den Jungle reingesneakt ist und einfach brutales Glück hatte, dass der Gegner ebenfalls mit dem Rücken zu ihm steht. Und dann auch noch durchkommt und Ticket auch noch holt auf von der CT-Spawn. Also wahnsinnig. Also diese beiden Runden sind allein schon wieder hier auf sein Movement, auf seine Laufwege eigentlich zurückzuführen. Was das für ein Buy ist, das ist ein kruder Mix-Buy. So nenne ich das Ganze. Der krude Mix-Buy aus Deagle, UMP und AK
Aber wir sehen solche Runden immer wieder funktionieren, also liebe Zuschauer. Die Profimannschaften, die denken sich dabei schon immer was. Also es ist nicht so, dass da irgendwie jeder random reinkauft. Wir sehen auch ganz oft so in Situationen, wo das Geld irgendwie schwierig ist, 4 Deagles und eine AK. Und dann wird halt eine Strategie, die darauf passt, quasi runtergefahren. Und das geht immer wieder gut aus. Mit ein, zwei gepickten Waffen. Oh, erstmal der Mate in den Rücken. Warum nicht? Man hat jetzt auf einmal Bock bekommen. 3D-Max mittlerweile mit der 4. Runde in dieser Partie. Mitte komplett offen. Also man lässt hier den T-Spielern den Raum in der Mitte. Das machen die sich natürlich erstmal zunutze. Schieben 3 Mann Richtung Mitte. Lucky, der lurkt vor der B-Side. Connector, da haben wir wieder das Duell. Ist wieder David B im Connector. Klopski im Molotow und eine Nate noch auf dem Deckel. 39 HP. In dieser Runde lässt er sich sehr viel Zeit und da ist David P. jetzt ausnahmsweise mal nicht am Drücker. Wird down gesetzt. Makasin wird ebenfalls vom Barton genommen und Zinken hat hier den guten Winkel. Sehr, sehr starker Winkel. Man sieht den Schatten zuerst reinlaufen. Zinken mit dem 2K, bevor er getradet werden kann, und das ist Lucky im 1 vs. 4. Mein lieber Charlie. Nork verschießt hier. Navk. Nork. Nork, Nork. Zum 9:4. Also, ich bin ein bisschen, enttäuscht, liebe Zuschauer, von 3D Max auf der T-Seite bisher. 4 Runden sind mir dann doch zu wenig. Ich habe immerhin meinen Coin auf diese Mannschaft gesetzt, ne? Also, jetzt erstmal eine Pause. Von wem kam die? Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Ich hoffe von 3D Max, dass sie mal ein bisschen ihre Taktik nachjustieren. Ja, und Existence... Immer wieder die Mitte stark von B Short gehalten, muss man wohl auch dazu sagen. Der B-Hold war bisher auch unproblematisch eher. Also im Prinzip eine solide CT-Leistung. Und auch der Argo, der jetzt immer nur über Connector Jungle Smoke gelaufen ist, konnte das ein oder andere Mal auch geretaked werden. Vor allen Dingen auch in der Pistol Round, das 5 gegen 5. Tja, was soll man dazu sagen? Also Existence Galaxy macht hier auf der CT-Seite auf jeden Fall sein Soll. Da ist er wieder, der David P. Geil! Ja, sowas freut mich, das gefällt mir. Jawohl, ja. Mach noch einen. Komm, tu's. Ah, okay. Falsches Timing, aber die 2 gegen 3 Situation im Alleingang rausgeholt, wohlgemerkt. Dem liegt Mirage einfach, auch wenn sein Team momentan 5:9 hinten liegt. Man merkt, das ist seine Map. Macke Sinn. Macht dir das Ding klar zum 5:9. Schauen wir aufs Scoreboard. Der ist auch wieder ganz oben mit dabei. Auch wenn es hier noch nicht ganz so rund aussieht. Aber macht dir nichts. More Stats, die funktionieren tatsächlich. Runden hier in der Mitte leider immer noch nicht. Kann man nichts ändern. Muss ich sehr mal gefixt bekommen. Aber das steht scheinbar nicht ganz oben auf der To-Do bei den Jungs. So. Da kommt die Smoke für Stairs. Jax. Oh, und Jinx muss aufpassen. Jinx könnte hier auf einer Position für eine Jungle Smoke gewesen sein. Aber muss erstmal den Push von Barton aufhalten. Der war jetzt in dieser Situation im Endeffekt nicht besonders clever. Ist abgeaimt worden ohne Refrag in die Unterzahlsituation. Das spielt immer den Tees in die Hand, solche Moves. Das
Zinke nochmal mit dem Offensiv MP9 Rush die Leiter hoch. Kann nochmal verkürzen zum 4 gegen 4. Jetzt die Waffe picken. Und da soll es mittlerweile auf die B-Side gehen. Und da ist Lucky schon hinterm K. Der Molotow, ja, der kommt gar nicht schlecht. Narc ist allerdings noch an der AWP auf Short. Da macht den zweiten Kill. Und Barber mit dem nächsten. Und da ist es nur noch David P. Und der hat 16 HP. Und damit wird er nicht mehr allzu viel ausrichten können. Vor allen Dingen, er ist gehört worden von Zinken. Und der aimt jetzt einfach ab. Haben sie sich beide gehört? Das kann natürlich sein. Jawohl. Und da ist es. Das 10 zu 5 zur Halbzeit. 15 nach Halbzeitwechsel. Elf Runden, meine Damen und Herren, für 3D Max. 6 für Existence. Existence. Heieiei, was für ein Zungenbrecher. Ja, jetzt dürft ihr noch einen Call abgeben im Chat, liebe Leute. Also jetzt nehme ich noch Calls an, bevor es hier weitergeht. Macht's 3D Max oder holt sich Existence hier die Runde. 3D Max aktuell auf dem dritten Platz und Existence relativ weit unten, wenn ich das richtig gesehen habe. Na, also alles bloß keine Overtime, das kann ich mir nicht vorstellen in dieser Partie, aber ich lasse mich eines Besseren belehren, kein Problem. Allerdings würde ich es mich freuen, wenn wir hier pünktlich zu Sprout vs. ESG um 19 Uhr anfangen könnten. Das wäre der Oberhit. Und ansonsten switche ich da vielleicht auch einfach hin. Weil, egal wie spannend es hier wird, Sprout vs. Euronix will ich auf keinen Fall verpassen. Ich glaube, da habe ich auch die Erlaubnis von meinen Chefs darüber switchen zu dürfen. Ja, die Mannschaften, die lassen sich da auch noch ein bisschen Zeit. Da mache ich nur noch einmal ganz kurz Werbung für 99damage.de. Also, da findet ihr wirklich eine sehr, sehr gute Coverage zu allen laufenden Events. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Meist übersichtlicher und besser als auf den Seiten der Events selber. Tatsächlich, das ist jetzt ungelogen. Das sage ich nicht nur, weil ich für 99 Damage caste, sondern weil ich schon das ein oder andere Tabelle mir versucht habe, auf den Seiten anzuschauen. Und irgendwie es zum Teil überhaupt nicht gefunden habe. Also sehr, sehr übersichtlich. Und nach Sprout vs. ESG schauen wir uns auch nochmal die Twitter-Hashtags durch. Da dürft ihr natürlich gerne was raussenden. Hashtag 99MDL für Mountain Dew League ist heute euer Hashtag zum Glück. Und der 50. Tweet, der heute rausgeht, der kriegt von mir eine MP5 Souvenir geschenkt. Ab jetzt. Und jeder Tweet zählt noch einmal. So, wir sind in der Pistol Round, meine Damen und Herren. Wir schauen mal ganz kurz, was Existence hier eigentlich genau vorhat. Drei Mann erstmal ganz vorsichtig Richtung Mitte geschoben, währenddessen 3D Max mit dem Underpass Push. Der ist manchmal richtig, richtig fatal für die Ts. Also das habe ich auch schon ganz oft gesehen, liebe Zuschauer, dass der so richtig die Mannschaft zweiteilt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, jetzt können sie natürlich hier sehr, sehr viel Raum ausschließen und auch schon von hinten kommen. Jax mit dem ersten Frag. Wir haben es gerade noch auf der Map gesehen, wie Jax aufblitzt und da den ersten Frag setzt. Also es ist ein bisschen lucky, dass die Jungs sich da auch so viel Zeit lassen. Merke sie mit dem nächsten schönen Klick. Jawohl, Jinx, Lucky, hinterher. Und da ist es nur noch Barber. Und wow,
Was für eine Flawless Round für 3D Max. Die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt SMGs, eine M4. Ne, zwei M4s sogar. Und wir sehen hier zwei Tech-9s, zwei CZs auf Existence-Seite und man smoked sich die Mitte nochmal ab. Müsste man zumindest, also Mitte. Ja, es sollte eigentlich die Window-Smoke sein. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte sie eigentlich verfolgen. Oh, aha. Aha, aha. Wo soll's hingehen? Vier Mann Richtung B-Side erstmal gestanden. Jetzt sind doch langsam Richtung Mitte. Warten, der passt natürlich jetzt nochmal unten im Connector auf, dass da nicht nochmal durchgepusht wird. Flashbang Richtung B-Apps. Und dann stehen... Nee, wieder mit der Mitte. Richtung Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Also sie schlängeln sich da hier ebenfalls einfach mal so ein bisschen durch die Map. Und jetzt haben wir den ersten Kontakt in der Runde. Jawohl, Nark! Schöner Shot gegen David P. Der erste schon mal raus. Window natürlich auch gespottet. Man hat auf jeden Fall die Information. Connector-Spieler ist schon mal down. Window steht. Ne? Kann man natürlich mal Richtung B gehen. Warum nicht? Vor allen Dingen, weil die Rotation... Was ist jetzt los? Bei mir leckt's wie Sau gerade, das Spiel. Ich kann euch nicht genau sagen, warum und weshalb. Ich hoffe, das reguliert sich hier gleich von alleine. Ansonsten brauchen wir wieder den Call zur Schadensregulierung. Und da soll es auf die B-Side gehen. Normalerweise habe ich das nie, aber es wird immer schlimmer. Was ist das für ein Flashbang-Gewitter auf die B-Side? Und wir sehen alles nur noch in Zeitlupe, zumindest bei mir auf dem Rechner. Es hakt wie Drecksau und es ist die 4 gegen 2 Situation. Dieser Retake wird schwierig, vor allen Dingen, weil es leckt wie Sau. Blobski mit dem nächsten Frack gegen Magazin. Und da ist es nur noch Jax an der MP9. Kurze Frage in den Chat, hat es bei euch auch so geruckelt oder war es nur bei mir? Und ich hoffe, das hat sich jetzt auch damit schon wieder erledigt direkt. Ja, da kann vielleicht noch den einen oder anderen Exit-Frackets ziehen. Wir sehen es wunderschön auf der Karte. Alle vier Mann schwängeln sich Richtung Jax. Allerdings Nark mit dem nächsten Frack. Man merkt, dass er hier Mr. AWP of the Match ist mit 19-1-9. Und an der Deagle ist er genauso stark, hat hier schon mal mit dem Connector-Frack die Runde im Endeffekt aufgemacht an der Deagle. Und ja, das war jetzt richtig unlucky, denn die haben hier in der Second Round ihre Waffen abgegeben. Zwei M4s waren da schon mit dabei. Das ist die Runde Nummer 3 und bei mir hakt es immer noch. Das ist ein bisschen unlucky, ich weiß nicht warum. Das hat es noch nie getan, ich schwör's bei meinem Leben, liebe Zuschauer. Ja, 3D-Max hat natürlich hier trotzdem noch die Möglichkeit zurückzukommen. Es ist nicht so, dass man das nicht schaffen könnte. Oh Leute, ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, bei den Spielern laggt es nicht so wie bei mir gerade beim Zuschauen. Es ist ja abnormal. Vor allem jetzt so mitten im Match, erst läuft alles flüssig und dann ruckelt's wie... Eieiei, das ist ja schlimmer als auf einem Go-TV, auf dem wir uns ja auch im Endeffekt befinden. Ich habe das Gefühl, hier sind die Ticks nochmal halbiert. Oder gar geachtelt oder was auch immer. Auf jeden Fall zerhackstückelt. So, die Bombe ist geplantet. Man entscheidet sich hier komplett durchzusafen. Man hat hier Flashbangs, teilweise Kevlar mit Helm. Man hat die Deagle, die CZ etc. pp. Und man hat Flawless hier bisher die Site eingenommen und die Bombe gelegt. Das heißt, man möchte hier einfach nur sein Equipment durchbringen für die nächste Runde. Warum auch nicht? Als CT kriegt man ja sein Geld trotzdem schön aufs Konto überwiesen.
und kann sich hier die nächste Runde dann nochmal die Bewaffnung gönnen. Dann habt ihr in der nächsten Runde die Info. Weil man hier ungefähr 1900 dazu bekommen hat, grob geschätzt. Ich weiß nicht, wie viele Runde es war, die sie verloren haben. Ja, laut Geld müssten sie ihre 1900, also Second Loss, wir haben ja auf dem Scoreboard, das immer noch verbuggt ist leider, und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. 12. Runde für Existence. Die können hier natürlich langsam anfangen, den Sack zu schließen. 3D Max müssen jetzt unbedingt performen. Kann natürlich sein, dass Sprout 3D Max nachhaltig zerstückelt hat. Ne, ich weiß es nicht. Sie kommen hier einfach nicht so gut rein. Ich habe sie hier schon wesentlich besser auch performen sehen. War es nicht sogar gegen Virtus Pro? Die haben dann ganz knapp gewonnen. Boah, was ist hier los? Wir sehen das Match nur noch in Zeitlupe. Es kann eigentlich nur am GoTV liegen. Ich weiß es nicht, liebe Zuschauer. Ich weiß es nicht, was da los ist. Aber in dieser Runde wird auch nicht mehr so viel passieren. Die 2 gegen 3 Seite. Man setzt hier vielleicht irgendwo nochmal einen Lucky Deagle Headshot. Na, Lucky an der Deagle. Naja, ihr versteht mich schon. David P. Der ist natürlich noch gefährlich. Ne? Kann man nichts gegen sagen. P250. Er muss hier bloß noch Barton rausnehmen. Und dann ist es eigentlich klar, dann kann hier eventuell die B-Seite rotieren, aber die bleibt einfach stehen, wie der Fels in der Brandung. Oh, ich weiß nicht, wo der mit seinem Mind war. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr loslaufen. Also, Junge, Junge, Junge. Ich gehe mal derweil schon mal ganz kurz in den Discord-Channel und schaue, ob sich da andere Leute auch über den GoTV beschweren. Is it GoTV lagging for anyone? Yes. Okay, also es liegt nicht an mir, Gott sei Dank. Phew. Ich hoffe, es läuft dann bei Sprout richtig flüssig gegen Euronix, denn da sind wir natürlich alle heiß drauf auf dieses Match. So, wir sind in der Runde Nummer 5 der zweiten Halbzeit. 3D Max konnte sich erst 6 Runden bisher erspielen. 5 davon auf der T-Seite. Eine bisher erst auf der CT-Seite. Und jetzt müssen sie langsam zurückkommen, sonst können sie es hier vergessen. Existence fehlt nur noch 3 Runden zum Sieg. Die haben schon Geldpolster, sodass sie hier auf jeden Fall 3 Runden am Stück kaufen können. Grob geschätzt. Das heißt, jetzt geht es hier langsam um die Wurst bei 3D Max. Oder um die Schokolade. Ne? Belgien. Schau mal, wie gut das hier. Naja, okay. Es ist der B-Fake und dann soll die Bombe raus. Wir schauen mal hier direkt auch. Oh, wo ist es denn? 6, 7, 8, nein! Ja, ich will hier eigentlich bloß die Action auf der A-Side sehen. Schau mal, wie die bleiben da einfach stehen. David P., der kann jetzt das Ganze hören, was da passiert. Bombe liegt, die ist down. Und von der B-Side hat man nochmal wegrotieren können. Also sie sind da auch nicht komplett draufgegangen auf der B-Side. Das könnte hier vielleicht nochmal die Runde retten für Existence. So einfach geht's dann doch nicht. 3 Mann vor B, ein paar Nades werfen und dann hoffen, dass die A-Side frei ist. Nein. Da ist es nur noch Baba. Der jetzt natürlich bekannt ist und jetzt... Oh, wo will er denn hin? Wo will er denn hin? In welche Ecke... In welche ungedeckte Ecke willst du denn? sah gerade ein bisschen lustig aus. Der verzweifelte Versuch. Möglichst ins
freie Schussfeld des Gegners zu laufen. Egal, 7 zu 13. Dieses brutale Ruckeln liegt nicht an mir, liebe Zuschauer. Es liegt am GoTV. Aber der kriegt erstmal die Nate of Doom rein. 42 AP. So, jetzt der Explosions-Go auf die A-Side. Jax kann erstmal Sinken rausnehmen. Blobsky tradet Jax. Und da ist es die 4 gegen 4 Situation. Lucky checkt nochmal die Mitte. Entscheidet sich Richtung CT zu gehen. Alter, Alter, diese Lex, mein lieber Herr Gesangsverein. Jinx mit dem nächsten Track gegen Barber. Der muss natürlich den Raum Richtung CT einnehmen, damit sie die Bombe überhaupt legen können. Das gelingt ihm nicht und deswegen ist es jetzt richtig kritisch für Existence. Mit der 2 gegen 3 Unterzahl, die Bombe ist nicht gelegt. Die Popflash kommt nochmal für den Nork. Der kann jetzt ein bisschen durchgehen und ein bisschen Gegner suchen und finden auch Makasin. Und ja, damit ist die Runde Nummer 8 für 3D-Max da. Und jetzt könnte es natürlich so ein Game-Changing-Moment gerade sein, wenn 3D-Max jetzt hier ein paar Runden am Stück safe runterspielt. Jetzt erstmal... Ja, doch noch. Das ist noch genug Geld für ein Buy da. Man muss schon hier auf einen Scout ausweichen und auf eine Deagle. Also das Geld ist knapp bei Existence. Wenn sie jetzt hier 2-3 Runden am Stück noch performen, dann ist es ganz schnell wieder ausgeglichen, die Runde, also die Partie. Und damit kann man dann arbeiten. Und das ganze Match sogar noch drehen. Also das ist im Endeffekt das, was ich angesprochen habe. Mit hier ist noch nichts vorbei. Existence muss jetzt trotzdem die Runden so teuer wie möglich machen, dass sie vielleicht irgendwie es schaffen, mit 2 gewonnenen Folgerunden quasi die Economy zu brechen und dann in die 16. Runde mit einem Buy reingehen. Das wäre natürlich optimal für Existence. Optimal ist auch der Entry-Frag. Der ist auf den Connector gefallen, wenn ich das richtig gesehen habe. Überzahl erstmal. Wir haben noch gute 40 Sekunden auf der Uhr. Wir haben auch noch bei Barton genug Nades, um irgendwo auf eine Side drauf zu gehen. Man entscheidet sich langsam Richtung B-Side zu gehen und da ist keine Rotation mehr von der Bombe her auch wirklich drin. Das bedeutet, es geht auf jeden Fall auf die B-Side. Oh, und Barber sieht den Lauf. Unlucky für 3D Max. Und jetzt geht's. Boah, Zinke mit dem nächsten Track, die Deagles regulieren in dieser Runde. Merkt ihr das? AWP, Deagle. Oh, schöne AWP von Nark. Und dann ist es nur noch Jax, der jetzt gegen 3 Leute klatschen muss. Oh, was für ein Ding! Jawoll, ja! Hoho! Und nach hinten! Oh, so auf den Fokus! Jax, du Sau! Leck mich fett! Und da ist der Diffuse drin. Was für ein Klatsch, meine Damen und Herren von 3D Max aka Jax in the house, ja. Die Gewaltschellen. Pistol Force jetzt auf der T-Seite. Die müssen sich erstmal von diesem Schock erholen. Das war eigentlich sowas von safe. Und Jax, der hat's komplett auf dem Schirm gehabt. Wo die Gegner kommen, wo sie stehen. Und hier sehen wir wieder dieses Flashbang-Gewitter auf die B-Side. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Da haben wir bloß nicht allzu viel von gesehen. Und jetzt ist es erstmal andersrum. Jinx kann hier regulieren. Lucky unterstützt nochmal. David P., der hält weiter in die A-Side. Das ist auch gut und wichtig. Solange die Bombe und der letzte Spieler noch nicht gekommen sind, kann man nicht von A wegschieben. David B. durch den Connector mit der Runde Nummer 10.
Okay, da kann man mal klatschen. Auf geht's. Ich spring aus dem Fenster. Und Neckbreaker. Ja, also das war einfach ein brutal starker Klatsch von ihm. Lecco mio. Delicious. Hat mir gut gefallen. Also nächste Waffenrunde, die kann hier auf jeden Fall auch sehr, sehr entscheidend sein, diese Runde. 3D-Max, die haben nicht so viel beiseite legen können. Dass sie hier mal easy noch die nächsten Runden durchkaufen, also sehr, sehr wichtige Runde, um im Spiel zu bleiben auf der CT-Seite, um endlich die 14., vielleicht dann auch die 15. Runde zu holen für Existence. Also sehr, sehr wichtige Runde, diese Waffenrunde. Man lässt die Mitte ungedeckt erstmal. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, über Underpass, über Connector Raum einzunehmen und das Window. Aber da steht Lucky schon. Der steht da schon bereit, um den Window-Boost auseinanderzunehmen. Und da, oh, na, gegen David P. Lucky, und da kommt jetzt der Boost und den hat er aber auf dem Schirm. Lucky mit dem nächsten. 3 gegen... Oh, Barton aus dem Palace raus im richtigen Timing. Und Jax, der ist da aber noch als Backup im Action drin. Muss jetzt raus wegen dem Molotov. Macht den ersten Frag. Macht... Oh, Nag. Ah! Jinx. Jawohl. 1 gegen 3. Zinken. Kriegt hier den ersten im Spray. Oh, genau richtig geschaut, ne? Weiß ganz genau, aber Jax macht es richtig und zeigt sich nicht. Lässt sich diese Sekunde Zeit, um dann erst rumzuziehen. 11. Runde 3D Max. Und jetzt haben wir ein dickes Problem, liebe Leute. Euronix versus Sprout. Wir haben die GoTV IP. Ja, mit der üblichen Verzögerung. Also 19 Uhr soll es ja eigentlich erst losgehen. Normalerweise mindestens 5 bis 10 Minuten, bis das Match anfängt. Also ich bleib noch auf 3D Max gegen Existence, Leute. Das ist hier richtig spannend. Jetzt für die CT ist natürlich die Möglichkeit, die Anschlussrunde zu holen. Marcusin kriegt den Deagle Hit erstmal rein, kann aber Nark sofort rausnehmen mit der dickeren Bumme. Weiß jemand das Kaliber von der AWP? Die Deagle müsste eigentlich sogar das dickere Kaliber haben, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, hallo, Punkt 50er Kaliber, was ist denn da los, ne? Die Deagle ist ja eigentlich, gar keine Waffe, sondern irgend so ein mutiertes Handfeuerwaffen-Biest. Die spuckt Kugeln wie eine Flak, ne? Also das muss man sich ja erst mal vorstellen. Makasin. Mit dem nächsten. Baba, Jinx. Oh, Makasin wieder. Das war ein einfacher Frack. Im Vorbeilaufen. Mal eben mitgenommen. Ein Sonderangebot. Tja, und da ist es die Anschlussrunde. 3D Max mit einer sehr, 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 sehr starken Aufholjagd bringt Existence Galaxy hier zum Straucheln, zum Wackeln. Und das, meine lieben Damen und Herren, ist jetzt wieder erneut eine sehr, sehr wichtige Runde. Jede Runde ist jetzt natürlich wichtig, aber es steigert sich auch immer noch mal so ein bisschen. Weil jetzt ist langsam Existence am Drücker. Wow, Lucky mit einem starken Flick. Zumindest sah es geflickt bei mir aus. Boah, wie der auf dem Sofa chillt. Das ist ja fast ein Screenshot wert. Verteilt sich das Gehirn auf dem der Wohnzimmertapete, während er noch auf dem Sofa chillt. Das ist die Unterzahl-Situation für Existence und Flowski, der kriegt da so gerade sein Spray durch, macht Jinx sofort dann wiederum mit dem Headshot down. Und das ist die 4 gegen 3 Überzahl jetzt. Makasin springt hier um sein Leben und hat... was für ein Shot!
meine Damen und Herren! Was ist das? So schön an der USPS. Da ist es die 2 gegen 2 Situation. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Beide Mannschaften sind extrem aufgesplittet hier. Barton gegen Lucky. Die haben sich da, die wissen schon Bescheid. Die wissen schon Bescheid, die haben sich da gerochen. Boah, und da dreht er sich weg. Lucky für Lucky. Boah. Und 3D-Max holt sich hier die 13. Runde. Wir schauen aufs Geld. Und es wird immer enger bei Existence. Ist jetzt hier auch bestimmt schon gefühlt die 3. Runde in Folge, die 3D-Max hintereinander holen. Nach dieser Neck-Breaking Weapon. Und jetzt diese besagte Runde. Die habe ich vorhin schon mal gecallt. Eine AK und der Rest herum nur Pistols. Und die sind auch oft erfolgreich, diese Runden. Deswegen sind wir mal sehr gespannt, was jetzt hier gleich passieren wird. Natürlich auf 3D-Max-Seite das Full Equipment. Man hat da einiges, um gegenzuwerfen. Und das wird eine Stair Smoke. Dann bei Zinken sehen wir eine Jungle Smoke. Das ist alles sehr, sehr standardmäßig. Und da kommt der Counter Molotov rein. Und ja, standardmäßig wird hier auch direkt mal rasiert. Jax, David. Jax zum Zweiten. Boah. So, jetzt ist erstmal das Match pausiert. Und drückt mal ein bisschen auf die Tube, ihr beiden Mannschaften. Wir wollen doch dann gleich noch Euronix vs. Sprout sehen. zu 5 zur Halbzeit, wohlgemerkt. 10-5 für Existence. Konnten quasi auf der T-Hälfte 3 Runden erst holen. Und ich glaube, das waren so die ersten 3 so gefühlt. Und seitdem 3D-Max am Drücker. Stimmt jetzt, glaube ich, nicht ganz. Aber gefühlt auf jeden Fall. Ich schau mal, sie... Ah, ne. Jetzt habe ich die beiden Mannschaften verwechselt. Wollte ich sagen, sehr, sehr defensiv da in der Mitte, aber die haben ja sich vor B erstmal aufgestellt. Jetzt zu dritt in die Mitte rein, Lucky mit der AWP gegen Button. 2 sind es noch in der Mitte, 2 vor B, vor A gar nichts und da ist es wieder David P, diesmal an der AWP, der die A-Side noch hält. Ja, und die Smoke, die geht Richtung Jungle müsste das ungefähr sein. Stairs? Ah, Connector, oh, das... Die muss ich mir mal anschauen. Das ist ja eine sehr, sehr praktische Smoke, um sich den Connector wegzusmoken. Lucky mit dem nächsten Shot auf der B-Side auf. Boah, B-Short, wunderbar. Mein lieber Herr Lucky. Einwandfrei von dir runtergespielt. Plopski ist es jetzt alleine. Gegen 4. Da haben wir im Endeffekt die 15. Runde für 3D-Max, meine Damen und Herren. Was für eine starke Aufholjagd. Nochmal das Match pausiert. Jetzt aber holla die Waldfee. Was haben wir denn noch auf Existence-Seite? Die können sich ein paar AKs leisten. Gerade so. Und die werden sich richtig ärgern, dass sie es so verdaddelt haben auf der T-Seite. Ich überlege gerade. Also ganz prekär war natürlich gegen Jax. Das 1 vs. 3 im Afterplant, das sie verloren haben, was einfach brutal stark geklatscht war. Das war auch tatsächlich, wie ihr es schon geschrieben habt im Publikum auch, das war dieser Neckbreaker.
Da waren sie nämlich schon relativ weit rundenmäßig. Das war, glaube ich, zu 12 oder so. Und seitdem geht 3D Max steil. Lucky Magazine. Ja. Jawollo. Einwandfrei. Lucky, der smockt sich da nochmal ab. Magazine mit dem nächsten Zinken. Der kann nochmal einen rausnehmen. Das sind aber nur noch zwei verbleibende Spieler. 2-gegen-3 Situation. Oh, switchte nochmal auf die Galil. Hat die AK schon. Nochmal zurück. Ein bisschen Zeit auch gekostet. Molotow nochmal rein. Nark. Und Zinken. Ah, und Jax. Nark, Zinken, Jax. Jax gegen Zinken. Jax setzt sich durch. Bombe down. Jax gegen Nark. Nee, Nark ist schon irgendwo anders unterwegs. Doch. Nark gegen Jax. Er setzt sich durch. Abgesmoked. Jetzt kriegt er nochmal Support. Das ist die 1-vs-2-Situation, aber die Bombe liegt denkbar ungünstig für ihn. Jetzt muss er beide klatschen und Jinx setzt sich durch und da ist es. GG, well played, meine Damen und Herrschaften. 3D Max setzt sich mit einer brutal starken Aufholjagd durch. Letzten Endes, mein Coin geht auf. Ich schicke euch in eine ganz, ganz kleine Mini-Werbepause und dann geht's ganz, ganz schnell weiter mit Euronics vs. Sprout. Also, bis gleich, dranbleiben.